Das absolute Highlight dieser Woche war selbstverständlich Berater leben auf der Überholspur, der Serienstart auf Amazon. Eigentlich ja letzte Woche Freitag, ne, aber jetzt ist so die erste zusammenhängende Woche und wir hier im Hause sind total begeistert. Wir sind ein bisschen überrascht auch über die extrem hohe Platzierung auf Amazon. Auf die tollen Zuschauerzahlen. Ich meine, noch haben wir keine. Es gibt erst nächste Woche erste Hochrechnungen sozusagen. Aber sie müssen sehr gut sein, weil wir uns zum Teil gegen Hollywood-Serien und gegen andere große Produktionen durchgesetzt haben. Matthias Schweighöfer haben wir auch schon überholt. Also das sind natürlich alles tolle Nachrichten. Es war das erste Mal, dass wir dieses Serienprojekt Berater auf die Straße gebracht haben. Vor über anderthalb Jahren haben wir angefangen, das Ding zu produzieren, überall auf der Welt, wenn man so will. Also in Dubai war unser weitester Drehort. Und zwei Staffeln sind jetzt online. Und wir sind natürlich hellauf begeistert, dass wir als deutsche Produktion da so gut auf die vorderen Plätze gelangen konnten und dass die Leute uns ein tolles Feedback geben, dass die Leute sagen, das macht Spaß zuzugucken, es ist spannend, es ist ja eine Reality-Serie. Ja, also man darf da natürlich nicht den ultra-realen Berateralltag erwarten, sondern es ist natürlich ein Unterhaltungsformat, das ist überspitzt dargestellt, das ist auch ganz klar. Und das Drama wird hervorgehoben. Also die typischen Spannungsbögen einer Reality-Serie sind selbstverständlich eingehalten. Deswegen, klar, es gab ein paar Stimmen, die natürlich gesagt haben, ja, das ist ja unrealistisch. Natürlich ist das unrealistisch. Es ist ja auch eine Reality-Serie. Das muss überzogen sein, sonst macht das Zuschauen keinen Spaß. Du kannst nicht 10 Stunden Meeting filmen. Das muss natürlich alles so zusammengeschnitten sein, dass es Schlag auf Schlag geht, ne? Und man einfach gerne guckt. Und es sind in jeder Episode drei Berater und in jeder Episode sind auch diese drei Berater abwechselnd immer im Sprung zu sehen, wie die gerade irgendein Projekt, ich wollte nicht sagen versemmeln, aber weißt du, es gibt ja immer auch mal Probleme und bei den Problemen filmen wir. Also wenn alles hovidi-tudi läuft, dann will da keiner zugucken. Aber wenn die Probleme kommen, dann, wenn der Deal platzt, wenn die Bank irgendwie Stress macht und irgendwo müssen 4 Millionen herkommen und sowas, oder wenn der Kunde für 40 Millionen abspringt, solche Dinge, das ist natürlich spannend. Und das haben wir als Feedback bekommen und wir freuen uns über dieses Feedback extrem. Pressefeedback ist jetzt auch schon da, also das heißt Presseberichterstattung. Und wir freuen uns auf die nächste Woche. Also jetzt die erste zusammenhängende Woche waren wir sehr happy mit dem Ergebnis, sehr happy über die tolle Platzierung und über die tollen Zuschauerstimmen. Ja, so kann es weitergehen. Ich war in Berlin und habe mir gleich mal einen Karton Bücher mitgebracht von Rainer Zedelmann. Da habe ich ihn gefragt, weil es kam ja dieses deutsche Buch raus hier, die 10 Irrtümer der Antikapitalisten. Und das ist ja international in 30 Sprachen umgemünzt worden, in 30 Sprachen erschienen. Und immer wenn neue Sprachen rauskommen, dann frage ich, ob ich nicht auch ein paar haben kann von den anderen Sprachen, weil er mich ja netterweise hier drinnen zitiert hat. Und das fand ich schon eine tolle Sache und dass das jetzt in 30 Sprachen erschienen ist und man meine Gedanken in 30 Sprachen lesen kann, das finde ich natürlich noch tolerer. Und hier ist zum Beispiel das aus Nigeria, die Ausgabe aus Nigeria. Dann habe ich mal überall angestrichen, wo ich da stehe. So eitel bin ich dann ja doch. Hier, das ist Bosnien-Herzegowina. Und das hier ist, wie heißt das, Slowakei. Genau, das hier ist die slowakische Ausgabe. Das hier ist die persische Ausgabe. Da muss ich sagen, das ist halt komplett hier auf Persisch. Da kann ich meinen Namen nicht erkennen, halt, weil irgendwie, ich habe zwar gegoogelt, wie mein Name auf Persisch aussieht, aber ich habe es einfach nicht zuordnen können. Vielleicht gibt es da ja noch verschiedene Schriftarten oder Dialekte oder so ähnlich. Das mag natürlich angehen.
So, und das hier ist, glaube ich, was war das denn hier? Tschechien. Das hier ist die tschechische Version. Das habe ich mir gemerkt. Das ist die brasilianische Version. Ganz genau. Die brasilianische. Und das hier ist die rumänische. Das sieht auch wirklich, wirklich gut aus hier, finde ich. Das ist wirklich schick, schick gemacht. Im Gegenteil zu der afrikanischen. Also die sieht schon ein bisschen, puh. Die können noch ein bisschen was lernen im Buchdruck. Aber das hier, das ist echt, echt, sieht sehr gut aus. Und das ist die türkische Ausgabe hier. Jawohl. Jawohl, jawohl. Nee, finde ich toll. Also das Buch hat ja einen internationalen, riesigen Erfolg. In Defense of Capitalism ist ja die englische, die US-amerikanische Variante. Das habe ich zu Hause, das habe ich jetzt nicht hier. Malcolm Forbes hat ja hier ein kleines Vorwort geschrieben, auch für die amerikanische Ausgabe. Und hier ist er dann auch überall verewigt auf den anderen internationalen Ausgaben. Im Bundestag war jetzt, ich war eingeladen im Bundestag zur 300-Jahr-Feier von Adam Smith. Und da bin ich mit Frank Schäffler zusammen hingegangen. Und da. Ja, gab es eben auch noch mal im Plenum eine Diskussion, was denn eigentlich die Marktwirtschaft, Schrägstrich der Kapitalismus, machen muss und tun kann, damit eben der Ruf besser wird. Und das erleben wir ja gerade auch weltweit, diese ganze Kapitalismuskritik, weil den Menschen eingehämmert wird, dass es dafür sorgt, dass es den Menschen schlechter geht. Und wissenschaftlich gesehen ist genau das Gegenteil der Fall. Auch in der Historie, in der Forschung hat man ja herausgefunden, Sozialismus, also das Gegenteil, oder eben auch schlimmere wie Kommunismus, hat nie funktioniert. Die Menschen sind dadurch arm geworden, die Chancen sind gefallen, ja. Und es führt zu gar nichts, außer zu Korruption und zu, ich sage jetzt im schlimmsten Fall, Hungersnöten, ne? Und Inflation und Co. Und jetzt muss man sich anschauen, was haben wir die letzten Jahrzehnte in Deutschland fabriziert? Das war kein klassischer Kapitalismus, sondern das war alles so sozial in die Ecke gedrängt, dass man noch nicht von Sozialismus natürlich reden kann, aber die Tendenzen sind und waren sehr stark. Und jetzt sieht man, was haben wir davon? Ja, also ein Staatsunternehmen, Bahn in Anführungsstrichen, gehört immer noch 100% dem Staat, was in jeglicher Form überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen ist, was da abgeht. In vielen anderen staatlichen Bereichen ebenso. Völlig überbordende Kosten. Ja, da, wo was eine halbe Milliarde kosten sollte, kostet es nachher 5 Milliarden und all diese Späßchen. Dann die ganzen Transferleistungen, die wir jetzt auch die letzten Jahre gesehen haben, von Hunderten Milliarden, kann nicht funktionieren. Es folgt ja nicht den Prinzipien der Marktwirtschaft, sondern das ist einfach nur Umverteilung und Sozialismus und die Menschen leiden darunter. Und die Menschen werden immer mehr darunter leiden, aber wählen trotzdem immer noch links. Also von SPD bis Grüne und Linke im Ernstfall auch. Das ist natürlich nichts. Das kann nichts werden. Und den Leuten wird es dadurch immer schlechter gehen, aber sie wählen ihren Peiniger, sozusagen. Das ist so ein bisschen Stockholm-Syndrom, muss man sagen. Ne? Und deswegen muss natürlich jetzt eigentlich hier sowas, muss propagiert werden, as fuck. Also die Leute müssen das irgendwie, ja, die müssen auch die andere Seite hören und müssen verstehen, gute Ideen dabei und gerechter ist es auch. Das ist ja die Frage. Die Leute wollen Gerechtigkeit und Aufstiegschancen etc. Und genau das bietet der Kapitalismus. Er bietet natürlich auch Versagen, das ist klar. Das versucht der Sozialismus zu vermeiden, dass irgendjemand auf die Schnauze fliegt. Aber das ist natürlich auch Mist. Weil wie kann denn so ein Prozess besser werden? Wie können wir sowas dazulernen, wenn wir immer davor bewahrt werden, irgendwie auf die Schnauze zu fallen? Und diese beiden Chancen bietet der Kapitalismus und die echte Marktwirtschaft mit möglichst wenig sozialen Anteilen und ist dadurch nachher sozialer als das, was die da versuchen. Weil das Prinzip der Konkurrenz wird angewandt.
Und wenn wir eine echte Konkurrenz haben und der eine bietet etwas und der andere glaubt, er muss es nicht bieten, zum Beispiel Arbeitnehmern, dann geht der Arbeitnehmer dahin. Und der andere merkt, oh, das funktioniert ja nicht gut, mein Wettbewerbsvorteil schrumpft, meine Arbeitskräfte laufen mir davon, muss ich was machen. So, ne? Aber diese Situation haben wir leider gerade nicht. Und deswegen geht es vielen Leuten schlecht und wird es schlechter gehen.